27 geboren. Ja? Wenn Sie, welche Vorstellung verbinden Sie mit dem Jahr 1927? Also mir genügt, dass ich geboren bin eigentlich. Ja, aber der Musi beschäftigt sich ja gut die zehn Jahre vor seiner Geburt und so und mit dem Geburtsjahr auch sehr stark. Ja, ja, das habe ich eigentlich nie so erwogen. Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, ob Sie, der Name Gumbrecht Ihnen irgendwas sagt, der schreibt jetzt ein Buch über 26, was alles passiert ist. Heidegger wurde dazu gezwungen, sich zu habilitieren. Weil er und schrieb mit Mühe sein und Zeit. Und was passierte noch in demselben Jahr? Nicht? Und das ist sein Geburtsjahr, oder wie? Nein. Aber nur so die Vorstellung, was in dem Jahr passiert, ist irgendetwas Besonderes. Zu sammeln, ja. Ist nicht Ihre Art. Nein, gar nicht. Und ich denke auch nicht. Denke auch, also ich schätze Zufall sehr hoch ein, also auch in dem gesamten Evolutionskontext eine sagen wir, dass das sogar der Lebenslauf, also aus Zufällen bestünde. Ja. Ja? Das ist aber, sind Sie wirklich dieser Meinung? Ja. Ich meine, man muss natürlich Zufälle erkennen und ergreifen können. Und das setzt eine gewisse Vorbereitung. Und Beharrlichkeit. Also die ganze Liebesinszenierung ist ja auch, also man hat Romane gelesen und weiß dann schon, was, und Klopstock wusste, und dann kam sie, dann war es Meta, und dann war es halt ihm geschehen. Aber die präpariert hat, wenn er keinen Roman vorher gelesen hätte, hätte er Meta vielleicht gar nicht so als so aufgefunden. Er hätte sie nicht unterscheiden können. Ja, ja. 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 1944 sind Sie Luftwaffenhelfer, also steht in Ihren Biografien. 43. 43, ja. Ja. Ja, ja. Das heißt, 45 sind Sie richtig sozusagen im Kriegseinsatz, ja, werden gefangen genommen. Ja. Ja. Also die ganze Kriegssituation kommt noch heute in Träumen wieder hoch, nicht? Dass geschossen wird und Bomben fallen und man... Ja. Man Zeit hat und Erfahrung genug hat, um zu wissen, dass man sich nicht gleich auf den Boden werfen muss, weil es dann nass ist, sondern sich etwas da weiter noch ein Plätzchen suchen kann, denn es pfeift noch ein bisschen, bis sie endlich platzt. Wo waren Sie da? Das war zum Beispiel Heilbronn, da wurden wir in der Stadt ziemlich verbombt. Ja. Aber unabhängig davon, also irgendwo ist vor der Geburt war ja gar nichts im Krieg hatte man das Gefühl, jetzt sind wir an dem Zustand, wo es nicht schlimmer werden kann. Wenn man sieht, wie jemand, der neben einem läuft, eine Granate ins Gesicht bekommt und wie er vorher und wie er nachher aussieht, dann hat man das Gefühl, also worüber jammern die Leute heute eigentlich, nicht? Rechtswissenschaften, wie kommen Sie darauf? Ja, das schien mir so ein bisschen ordentlich zuzugehen und ich hatte mir die Vorstellung gemacht, dass man im juristischen Bereich doch wenigstens erkennt, warum etwas so gemacht wird und nicht anders. Ja. Und mich interessierte das Ordnungsproblem daran eigentlich. Ja. Nicht so sehr, aber dann im Laufe des Studiums auch das Argumentationspotenzial. Und Sie sind dann irgendwann Oberregierungsrat, also 54, ja? Na, 54 wurde ich überhaupt erstmal, musste ein Referendar machen, das ging bis 53, dann habe ich ein Jahr lang so mehr oder weniger in Bibliotheken gelebt. Ja. Waren auch verschiedene. Bibliotheken, warum? Weil ich was arbeiten gelesen. Wollte, lesen wollte. Gelesen. Und so, in Italien, Paris. Ja. Ja. Und dann musste ich natürlich irgendwie für mein Einkommen sorgen und wurde dann sehr rasch, also ein Jahr in einem Oberverwaltungsgericht, ganz unkonventionelle Karriere. Ja. Und dann im Kultusministerium. Als Verwaltungsbeamter im Oberverwaltungsgericht. Ja, ja. Also da ging es um den Aufbau einer Ordnung für die nicht publizierten Gerichtsentscheidungen, gleichzeitig Assistent des Präsidenten und gleichzeitig eine Art Gutachter in den Senaten. Und von dort aus bin ich dann in ein Ministerium gegangen, also anlass eines Regierungswechsels in Hannover, und um die Prozesse, die die alte Regierung verloren hatte oder mit Sicherheit verlieren würde, zu untersuchen, gegebenenfalls abzubrechen. Mhm. Und dann bin ich im Ministerium geblieben. Wenn Sie zum Beispiel die Aufgabe hätten, in einem zweiten Leben, sozusagen konjunktiv gesprochen, Sie sollten eine Universität einrichten, eine Advanced Study Universität, ja? Mhm. Wäre das etwas, was Sie auch sich vorstellen könnten? Ja, ich bin ja praktisch über Chelsky überhaupt in die Universitätslaufbahn aus Anlass einer Gründung gegangen. Ja. Und weil man die Vorstellung hatte, es würde alles anders werden. An einer Stelle gibt es den Ausdruck Parallelpoesie. Dass man also etwas, was man theoretisch ausgedrückt hat, nochmal in anderer Sprache ausdrückt. Was bedeutet das? Das hat eigentlich einen ganz konkreten Hintergrund eines inzwischen verstorbenen Freundes, der genau das versuchte. Also
eine Art metaphysische Poesie oder jedenfalls meine Vorstellung, die aus meiner Theorie kannte, das ist so Anfang der, er ist 79 gestorben, also Anfang der 70er Jahre oder auch früher, wir kannten uns seit Studienzeiten. Und das in eine sprachliche Form zu bringen. Und dann wieder aufzulockern, zu verlangsamen. Ja, eigentlich nicht die Gedanken korrekt wiederzugeben, nein, sondern auch das Komplexe etwas sprunghaft zu machen. Ich denke, dass auch die Poesie also ein enormes Maß an Reflexion hat. Allerdings eigene, also man muss zum Beispiel immer, das war eins der Gesprächsthemen, man muss immer mit dem Freund, man muss immer die ausgeschlossenen Sachen mitbedenken. Ja. Also wenn du von Trockenheit sprichst, meinst du Liebe? Hm. Ja. Von Wüste sprichst, was meinst du, was willst du transportieren in dem Begriff? Wüste? Kann ja das Leben sein? Ja. Nicht, also die, das liegt bei mir in der Theorie sehr stark, dass ich also immer mit Unterscheidung arbeite, immer alle Begriffe haben eine andere Seite und ich will Klarheit darüber haben, was ich ausschließen will. Und in der Poesie kann das ja über die, der Faden kann auf der ausgeschlossenen Seite laufen und man, es wird dann so unsinnig, dass man besser auf der Parallelschiene versucht rauszubekommen, was wovon eigentlich die Rede ist. Wovon die Rede ist, ja. Ja, sodass ja man also, wenn man in ein Gedicht machen könnte aus lauter Irrtümern, mhm, ja, wenn es möglich wäre, ja, ja. Ja, nicht, dann wäre dies eine sehr interessante Spur, mhm, ja, in Ihrem Sinne. Ja. Wenn Sie mir mal jetzt hier aus dem Liebesbuch, ja, Liebe als Passion, ja, mal an einer Grundsituation, ja, mal die Komplexität beschreiben. Würde das jetzt auf die Ebene einer modernen Intimbeziehung beziehen und nicht unbedingt auf die literarischen Kontexte, nein, die wir in dem, nein, Buch hauptsächlich vor Augen hatten. Also die ständige Beobachtung zweiter Ordnung, dass man alles, was man tut, unter der Annahme oder dem Mitbewusstsein tut, was würde sie oder was würde er sagen, wenn er das sähe, oder wie muss ich mich verhalten, sodass ich von ihm oder ihr... Was davon ist ein Liebesbeweis? Oder was ist das Gegenteil eines Liebesbeweises? Also der Liebesbeweis ist dann eben das sich einlassen auf das, was man in den Augen des anderen ist, hm, und das zu wissen. Hm. Nicht einfach nur gleichsam sich zu fügen, sondern das auch zu wollen und der sein, den der andere oder die andere erwartet, dass man es ist. Sagen Sie das mal szenisch, an einem Beispiel. Ja, man geht ins Haus ein, dreht die Hausschlüssel um, die Frau ist in der Küche. Man möchte jetzt natürlich erstmal zum Schreibtisch gehen, um zu sehen, was die Post gebracht hat. Aber wenn man das tut, weiß man genau, dass sie eine Vernachlässigung daran sieht. Also geht man in die Küche. Sie aber weiß, dass man nur deswegen in die Küche sieht, weil sie andernfalls annehmen würde, sie würde vernachlässigt werden. Dies wiederum? Und das wiederum führt in die typische Familientherapie-Situation einer nicht ausgesprochenen Paradoxie. Ich tue das, was du willst, mit dem Bewusstsein, dass du siehst, dass ich das deshalb tue. Ja. Und die gewisse Auflösungen sind ja, es gibt ja eine sehr schöne Untersuchung von Alois Hahn, einem Soziologen aus Trier, über die Verständigungsebenen, dass man sich darüber verständigt, sich nicht tiefenscharf verständigen zu müssen, sondern sich mit verschiedenen Bildern begnügt. Sofern also dass die Verträglichkeit in der Intimität beruht auf Unschärfe. Ja, auf Unschärfe und auf einem nicht ständigen Nachbohren. Man will nicht wirklich wissen, was der andere über einen denkt. Aber es kommt natürlich auch an, dass das im Alltag funktioniert. Das ist jetzt in Bezug auf Alltagsehen, die sich von diesem Problem der Beobachtung des Beobachtens entlastet haben und also Regeln dafür haben müssen, wie man die Kinder erzieht, wann man Gäste einlädt, welches Fernsehprogramm gut ist, wann man ausgeht und was an Essen wirklich unerträglich wäre. Also diese Art von Verständigungsroutinen spielen sich dann ein und die in funktionierenden Ehen verdecken die Unmöglichkeit, wirklich zu wissen, was der andere ist oder was der andere denkt, auch wirklich zu wissen, was man selber will. Ich erinnere an einen Fall aus einem familientherapeutischen Institut, wo die Partner völlig unglücklich waren, dass sie sich nie darüber verständigen konnten, wann es zum Geschlechtsverkehr kommen sollte. Möchtest du heute? Ja, wenn du möchtest, mache ich es natürlich auch. Und
Also dieses Abstimmen in der Beobachtung, ich tue es, wenn du es willst, ich will es ja auch, aber ich möchte jetzt nicht sagen, weil ich dich sonst zwingen würde, ja zu sagen, ob du eigentlich gar nicht willst. Und die Regel war immer freitags. Und wie kommen die jetzt sozusagen, wie schaukeln die sich auf, dass es am Freitag zum Geschlechtsverkehr kommt? Das weiß ich auch nicht. Also ich meine, mich hat die weitere Geschichte der Sache nicht interessiert. Mich hat nur die Versuche aus einer Pathologie des ständigen Reflektierens, was der andere von einem erwartet, und das gleichzeitige Einbringen des Höchstmaßes an Selbstverwirklichung. Der andere, wenn er liebt, müsste er mich ja so lieben, wie ich mich selbst sehen möchte. Aber wie kann er das, wenn ich ihn so lieben soll, dass er... Wenn so eine, also Liebesprofite, ja, sich zu einer solchen Börse aufschaukeln, mhm. ja, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, durch Bankrott wieder auf normalen Boden zu kommen? Gibt es das? Also ich denke, dass diese Sensibilität sowieso eher eine Ausnahmesituation ist. Und dass das jedenfalls bezieht sich auf diese Forschung von Alois Hahn, dass sie, das geht auf junge Ehen, also Ehen, die ein paar Jahre existieren, dass man sich über Verständigungsrituale gleichsam abkoppelt oder lose koppelt und nur ausnahmsweise sich sagen wir, nachbohrt, was der andere wirklich will. Bewegt sich also eine gute Beziehung zu den Rändern hin? Ja, oder zur Routinierung von Verständigungsroutinen, von kognitiven Routinen, auch wenn er das, ich sehe, was sie will, ich brauche nur hinzugucken. Diese Art Integration, die auch dann ein Gedächtnis aufbaut, ein kollektives Gedächtnis, das aus der Interaktion heraus produziert und reproduziert wird, was immer wieder vorkommt. Kollektiv, das wäre ein Familiengedächtnis. Ja, Zweiergedächtnis zunächst einmal. Zweiergedächtnis, ja. Und dann kommt natürlich das Problem der Kinder dazu. Also wenn man Kinder hat, sind die Verständigungsprobleme sozusagen fokussiert. Man muss eine einheitliche Haltung gegenüber den Kindern gewinnen, was immer man... Koalition bilden, ja. Ja. Und dann sind eben die Fälle, die also den Therapeuten interessieren. Das ist ja dann sehr häufig erst der Fall, wenn Kinder da sind und Kinder die Situation nicht diagnostizieren können, aber darunter leiden. Nicht? Also Konflikte, nicht ausgetragene Konflikte auf die Kinder abgeladen werden. Und das sind dann sehr komplizierte Situationen. Aber ich glaube, das Kernproblem ist wirklich, dass wir nicht von den Realitäten, sondern von einer Beobachtung zweiter Ordnung, Beobachtung des Beobachters ausgehen. Wenn Sie ein Gedicht von Morgenstern nehmen, ein Hase saß auf einer Wiese, des Glaubens niemand sähe diese, derweil mit Hilfe eines Zeisses, betrachtet voll verhaltenen Fleißes, ihn der Forstadjunkt, ihn wiederum betrachtet Gott still und stumm. Was wäre jetzt die Differenz einer solchen Betrachtungsweise bei Ihnen? Denn umgehen ja, mit drei Ebenen umgehen ist ja... Das ist noch eine Kettenstruktur. Nicht und es ist eine hierarchische Struktur. Ja. Und das wäre bei Ihnen nicht? Nein, bei mir wäre es eine reziproke Struktur und begrenzt auf Funktionssysteme. Nicht? Also in der Wirtschaft zum Beispiel am Markt, wie man beobachtet, ob der Markt auf unsere Preise anspringt oder ob wir die Preise ändern müssen. Deswegen ist ja die fixierten Preise des sozialistischen Ostblocks so eine Katastrophe, da lernen sie gar nichts. Nicht? Ja. Sie können nicht beobachten, wie sie beobachtet werden. Ja. Während bei beweglichen Preisen kann man beobachten, wie der andere das Produkt beurteilt, ob er kauft oder nicht kauft. Oder in der Politik, ich meine, da spielen die Medien diese Rolle. Man stellt sich vor die Medien und sieht, wie die Medien, wie man beobachtet wird und rechnet ein, wie man beobachtet wird. Ohne das Problem zu haben, was irgendjemand in seinem Innersten wirklich denkt oder fühlt. Bei der Moral, ja, sagen Sie einmal, sie ist kriegserzeugend. Ja. Ja. Wie sagen Sie es? Polemogen, also das ist an sich. Ein französisches Wort oder ja, was ist das? Ja, das ist Julien Freund, hat das benutzt, also ein französischer Politologe. Ja. Und das heißt, also einerseits entsteht sie aus Streit, wenn man sich sowieso verständigt, braucht man da nicht zu moralisieren. Nein. Aber wenn also ein Konflikt da ist, dann kann es ein Grund sein, Kriterien anzuwenden, unter denen man sich selber und der andere sich zu achten oder zu missachten hat. Und dann, wenn man dann noch die Kontroverse fortführt, gibt es dann eben einen moral geladenen Streit. Das heißt, dann steht plötzlich die Selbstachtung auf dem Spiel. Das kann dann im Duell enden oder in modischeren Formen der
wechselseitigen Beschmutzung. Und wie ist es jetzt bei der Liebe? Als Passion in der modernen Form, ja, ist sie auch kriegserzeugt? Nein. Oder ist sie indifferent dafür? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde eher sagen, dass sie also Tendenzen hat ins Pathologische, also in die Überbeanspruchung und die gleichzeitig die Enttäuschung. Also man muss mehr leisten, als man gedacht hat und kriegt weniger heraus. Ich meine, natürlich ist im Bereich der Sexualität sowieso ein Tauschverhältnis schwer zu kontrollieren. Wer hat mehr davon? Das ist oft nicht so ganz klar. Ja. Aber in der Liebessemantik selbst ist diese diffuse Reziprozität ein Anlass, auf versteckte Probleme aufzulaufen, die nicht ausgesprochen werden können. So dass man sagen könnte, Hans im Glück, ja, solche Tauschverhältnisse. Ich will besser, reicher werden. Mhm. Ja? Liebe soll mich besser machen, soll mich mehr zu mir selbst machen. Das wären also Tauschverhältnisse. Ja, aber mit unklaren Leistungsbedingungen. Und vor allen Dingen, Hans ist ja nur eine Figur, aber Hans und Lisa, nicht? Also wer hat mehr davon und wer muss im Zweifel Rücksicht auf den anderen nehmen? Aber könnte man sich vorstellen, dass der Kapitalismus, ja, und das freie Unternehmertum, ja, und das Schatzsuchen und Schatzbilden, das in der Realität doch sehr schwierig geworden ist, jetzt im Privatbereich zurückgenommen ins Subjekt, ja, in die Liebesbeziehungen eingeführt wird, sodass dort der Kapitalismus in diesem Moment so richtig ausbricht? Dass man Mehrwert hackt, ja, durch den anderen, ich werde besser durch den anderen? Ja, das würde aber voraussetzen, dass eine Verrechnungsgröße, ein Geldäquivalent da ist. Und das ist ja eigentlich nicht... Nicht Geld, nein, das haben Sie vielleicht ganz recht. Aber es könnte doch sozusagen etwas Kostbares, etwas Illusionäreres als Geld sein, könnte Naturalientausch sein. Also mir würde eher einleuchten, wenn man entgegengesetzt, aber ähnlich argumentiert, wenn man sagt, also die Liebesbeziehung ist eine Form, in der man sich von Enttäuschung erholen kann oder wo man über alles reden kann, nach allem gefragt werden kann, wo man für alles Verständnis finden kann. Also jedenfalls, das war so die... Zunächst umsonst? Zunächst umsonst. Ja, oder gegen Tausch gegen das gegen Naturalien und jetzt... Wo man wirklich als Person noch zählt und wo es auch... Und wenn ich jetzt zurückgeworfen werde, dort genau meinen Vorteil zu suchen, weil ich mich ja sonst nicht expandieren kann, ja, und realisieren kann, und dort könnte ich es nochmal, dann wäre ja die Anforderung nicht nur Spontanität, ja, Exklusivität und alle diese Dinge, sondern es käme jetzt noch etwas hinzu, ja, dass die Glückssuche im Privaten. Es mag so laufen, aber andererseits ist das zu flächig gezeichnet in Bezug auf die gesellschaftliche Realität draußen. Also es gibt ja durchaus Gewinnchancen oder Erfolgschancen draußen. Es gibt prominenten Karrieren, nicht? Zum Beispiel, man bündelt Aufmerksamkeit, lenkt sie auf sich und über sich auf andere und kann damit ganz gut zurechtkommen. Wenn Sie von Gegenwart sprechen, ja, was ist das? Ich meine jetzt mal richtig grammatisch. Mhm. Ja? Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Konjunktiv, Optativ. Ja? Also wenn ich es zeitlich streng meine, ist Gegenwart der Punkt ohne Zeitstrecke, in dem Vergangenheit und Zukunft different sind. Also von dem aus gesehen, die Zukunft eine Zukunft, die Vergangenheit eine Vergangenheit ist. Also das Differential, das ist Novalis, wenn man will. Das Differential von Vergangenheit und Zukunft ist die Gegenwart. Und das heißt auch, je mehr die Vergangenheit kein Versprechen für die Zukunft mehr enthält, umso wichtiger wird die Gegenwart, also das Bruchpunkt. Ist, wenn Sie von Verlangsamen sprechen, dass es wichtig sei, also nicht alles schnell zu verstehen, sondern es auch sprachlich zu ermöglichen, dass sich etwas fängt. Ja. Hat das damit zu tun, mit einer Ausdehnung der Gegenwart? Dieses Moment? Ich würde nicht von Ausdehnung sprechen, ich würde nur sagen, dass man die Gegenwart nicht überlasten soll, dass man also insbesondere als Student zum Beispiel oder als Zuhörer eines Vortrags nicht sozusagen so vorgehen muss, dass jeder Satz ist gesagt, der kommt nie wieder, jetzt muss ich es völlig verstanden haben oder ich werde abgehängt. Nicht? Ich verstehe nachher überhaupt nichts mehr, wenn ich hier nicht verstanden habe. Sondern dass man Wiederholungs- und Arbeitsaufwand einplanen muss, weil man noch Zeit hat, sich damit gründlicher zu beschäftigen, ob man das dann tut.
wie so ein kleines Labyrinth, ja, in dem man Zeit verbringen kann. Ja, dass man, also wenn man sich wirklich in einer Sache engagiert, man nicht die Vorstellung haben darf, es muss alles jetzt entschieden werden. Nein. Das heißt, also eine Art Gelassenheit auch haben muss in Bezug auf das, was man später nochmal gründlicher nacharbeiten kann. So, dass wenn Sie verstehen sagen, Sie auch diesen kannibalischen Effekt, ja, ich eigne es mir an, ich schlage es tot, ja, durch Verstehen, ja, ich verkürze es. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht, aber nicht generell. Aber in dem Zusammenhang ist, ich meine, die Gefahr ist, dass man, das gilt also insbesondere für langfristige Theorieentwicklung, also bei Torquil Parsons hat man das ja gesehen, also die, ich meine, das Unternehmen war ein lebenslanges Unternehmen und es wurde plötzlich seiner Philosophie. Seiner soziologischen Theorie. Ja, ja. Und da haben Sie ja doch auch studiert. Ja, ich Sie kennen ihn. Ja, ich kenne ihn gut. Und also er ist 79 gestorben, aber mit 77 Jahren und seit ungefähr 10 Jahren völlig isoliert. In Amerika war es zu Ende. Und zwar brach es zusammen, ohne dass man eigentlich wusste, weshalb. Und ohne Argument, ohne Kontrolle der Aussagen der Theorie. Es war einfach plötzlich nicht mehr. Das hing mit Marxismus zusammen, mit verschiedenen Formen von Kritik, aber die Theorie war in der Entwicklung zu langsam, um den Modeströmungen der Zeit folgen zu können. Sie war eine Zeit lang zwar ungewöhnlich für Amerika, aber sehr angesehen, sehr geschätzt, gleichsam die einzige wirkliche Theorie, die Amerikaner gemacht haben. Plötzlich verlassen ihn alle. Plötzlich alles weg. Wie sieht er aus? Klein. Exzellent gekleidet, ein englisch aussehender, auch mit englischem Akzent sprechender Amerikaner. Immer völlig beherrscht. Selten mit Humor. Selten mit Humor, ja. Und ich immer mit Ernst an der Sache. Sehr offen für alle möglichen Themen. Immer fühlt er sich provoziert und hat immer das Gefühl, das in seiner Theorie umarbeiten zu müssen. Also sehr monoman auch im Theoriebasteln. Er streckt das einzige Mensch, den ich so je erlebt habe. Wie lange haben Sie da? Ich war ein Jahr bei ihm und wir haben später ab und zu mal Kontakt gehabt. Also ich habe ihn 2 Tage vor seinem Tod in Deutschland, haben wir noch ein längeres Gespräch. Er ist in Deutschland gestorben. Woran? Überlastung vermeintlich. Also, er hat also versucht, doch noch sozusagen. Ja, in Deutschland war plötzlich, wir haben also eine Tagung gemacht in Heidelberg mit Wolfgang Schluchter, Habermas und Psychologen und ich, um also die Parsonsche Theorie zu diskutieren. Und das hat er in Amerika seit langem nicht erlebt. Und er war so begeistert und so also angetan von der Situation und sprach nicht mehr, er konnte ganz gut Deutsch, sprach aber nicht Deutsch, sondern Englisch, aber er resümierte die Vorträge in 20 Minuten aus dem Stegreif, was er zu den Vorträgen sagen würde. Wie so eine Uhr, und die Studenten bleibt. Waren dabei und waren ganz begeistert von Parsons, nicht? Obwohl die Theorie als konservativ und was immer verschrien war. Ja. Und im vollen Lauf stirbt er. Und dann war es plötzlich, also dann wurde natürlich ausgebeutet, das Amerika-Institut wollte ihn nach München haben und fühlte er sich nicht wohl und nachts starb er plötzlich. Hier gibt es eine sehr merkwürdige Entdeckung von Ihnen, ja? Ein Buch, Laws of Form, Formgesetze, ja? Von Spencer Brown. Ja? Wer ist das? Haben Sie den Mann mal gesehen? Besucht? Nein. Es ist auch nicht ganz einfach, ihn. Er hat mich mal angerufen, aber der Kontakt zu ihm ist außerordentlich schwierig. Er soll jetzt eventuell nach Heidelberg eine Einladung angenommen haben, aber das bedeutet nicht, dass er wirklich kommt. Sie haben ihn ja eingeführt in die Theorie. Ja, zumindest jedenfalls in dem Bereich, außerhalb des engen Bereichs der Mathematik. Ja. Ich wurde durch Mathematiker schon sehr früh darauf hingewiesen, so 1970, 69 ist die erste Auflage erschienen, 70, 71, als wir versuchten in Bielefeld so einen Komplexitätsschwerpunkt zu machen, also Mathematik, Soziologie, was bedeutet Komplexität, Psychologie. Und da hatten die mir das gegeben, darauf konnte ich gar nichts mehr anfangen. Und dann vielleicht durch Hans von Förster oder durch irgendwelche anderen Anregungen habe ich das nochmal angeguckt. Und dann haben sich bei mir Lektürearten entwickelt, wo ich ab und zu mal irgendwas neu entdecke, was ich vorher überlesen hatte, weil es ja ganz kondensiert geschrieben ist. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich
dass man alles über eine Unterscheidung machen kann. Nichts beobachten, wenn man es nicht unterscheiden kann. Machen Sie es mir mal als Beispiel vor. Es gibt nichts, wenn man nicht etwas anderes außerhalb annehmen würde. Es gibt also ein Glas beispielsweise, ist nur als Glas zu bezeichnen, wenn man nicht gleichzeitig die Flasche oder den Tisch oder sie oder den Raum oder die Welt mitbezeichnen will. Man muss ein Glas an und für sich wäre eine sinnlose Größe. Ja. Wüsste man gar nicht, wofür man das verwendet. Nein, es muss immer unterschieden sein, damit es Konturen hat, damit es referierbar ist, damit es bezeichnungsfähig ist. Und das heißt auch, dass der Formbegriff hier eine Differenz und eine Grenze bezeichnet und nicht etwas Substanzielles, Gestaltetes oder so. Und das ist, finde ich, neu. Denn normalerweise unterscheiden wir Form und Inhalt, Form und Materie und sind sehr unglücklich mit diesen Unterscheidungen, weil man sie eigentlich nicht brauchen kann. Und hier ist Form einfach reduziert auf etwas, was für Zwecke bestimmter Operationen benutzt werden kann, wenn man etwas anderes ausschließt. Und dann hat man, also was mich daran interessiert, eine Paradoxie, eine heimliche Paradoxie, die nicht bezeichnet werden kann am Anfang, weil nämlich die Unterscheidung für eine Bezeichnung nötig ist. Aber was macht man mit der Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung? Da ist noch eine verborgene Unterscheidung. Man muss die Unterscheidung und die Bezeichnung unterscheiden können. Man muss sie also als Unterscheidung bezeichnen können, um hier zu starten. Können Sie das mal szenisch, also in einem praktischen Beispiel nochmal beschreiben? Ja, das ist so allgemein, das ist für jedes Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel gut und schlecht unterscheide, dann habe ich auch noch das Problem, warum mache ich diese Unterscheidung? Ich muss diese Unterscheidung wieder unterscheiden können. Wenn Sie zum Beispiel von Technik oder sagen wir von Natur sprechen, meinen Sie Natur im Unterschied zu Gnade oder zu Technik oder zu Zivilisation? Je nachdem hat man völlig andere Vorstellungen über Natur. Und man kann dann so spielen, dass man so tut, als ob man Natur immer von Gnade unterscheidet und die Rede in Wirklichkeit von Technik. Und wenn Sie es mal für Bestialität machen. Bestialität. Der Begriff Bestialität. Was wäre der Gegenpol? Also die Differenz? Ja, ich würde vermuten Humanität, wenn man die normale Sprache kopieren will. Ja. Ja, aber die Beobachtungstechnik, wenn man jemand von Bestialität spricht, kann man vermuten, dass er in Wirklichkeit human gewertet werden möchte, nicht? Und dass seine Motive auf der anderen Seite liegen. Dass er also, sagen wir, auf der schlechten Seite der Gesellschaft sich entlangrangelt, um selber auf der guten lokalisiert zu sein. Das ist natürlich überhaupt nicht Spencer Brown technisch gesehen, aber das ist die Lehre, die man ziehen kann. Und das habe ich auch mit ihm telefonisch einmal diskutiert. Die Lehre, die man ziehen kann, wenn man mit diesem so anfängt. Sie philosophieren dann telefonisch? Also er hat mich mal angerufen und dann... Wie lange dauert so ein Gespräch? Oh, das hat eine halbe Stunde gedauert. Er war in Existenznöten und hat er trotzdem eine halbe Stunde telefoniert, ich weiß nicht. Und kommen Sie dann auch so Fachgespräche? Und, ja. Und Sie können ihn auch sonst anrufen und so? Ja, ich könnte das machen, mache das eigentlich nicht. Ja. Aber wir versuchen immer, ihn mal nach Deutschland zu bekommen. Das ist sehr schwierig, weil er sehr... sehr englisch ist in der Art, wie er... Und er hat einmal Bertrand Russell, ja? Ja, das ist sein Lehrer. Das ist sein Lehrer. Mhm. Und dem hat er eine Untersuchung vorgelegt. Mhm. Ja? Was war das? Ich vermute, dass das diese Güterwagenproblematik ist. Ich bin nicht ganz sicher. Was ist das? Also, wie heißt das? Das ist ein Güterwagen. Also wie kann man feststellen, das wird Ihnen gar nicht schwierig vorkommen, wenn ein Zug in einen Tunnel reinfährt und wieder rauskommt, ob es noch dieselben Güterwagen sind. Ach. Man kann natürlich fotografieren. Es geht also auf einfache Weise. Aber, was ist das philosophische Problem dabei? Das mathematische Problem ist, dass man die Wagen bezeichnen muss und zählen muss. Mhm. Und das mathematische Verhältnis von Zählen und Bezeichnen. Das ist das Problem. Das ist das ganze Problem der Laws of Form auch, nicht? Er markiert und operiert mit den Markierungen, mit nur zwei Axiomen, so, dass er die Arithmetik und die Boolesche Algebra, also eine zweiwertige Algebra-Theorie, rekonstruieren kann. Man versteht ja als Laie das Problem nicht. Ja? Man nimmt ja an, nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit, dass der Tunnel und der liebe Gott nicht schummeln, ja. Nicht? Dass das, was reinfährt in den Tunnel, auch wieder rauskommt. Ich gebe Ihnen zu, dass das eine Annahme ist. Ja. Aber wie kann man das beweisen? Die Mathematiker wollen ja sowas immer dann beweisen.
und was ihn an dem Problem offenbar, soweit ich das kenne, er hat ja ein Patent auf diese Frage bekommen. Ich weiß ja auch, ob das je also lukrativ ausgewertet werden konnte. Aber das Problem ist tatsächlich, das Markieren, das Identifizieren mit dem Zählen zu kombinieren. Das klingt ja für einen Laien spitz, finde ich. Ja. Warum? Ist ja offenkundig ein wichtiges Formgesetz jetzt, das hier liegt. Also was, es ist eine Frage, die offenbar, ich bin ja auch kein Fachmann in Logik und Mathematik, aber die offenbar logische Annahmen revolutioniert, also zum Beispiel dazu zwingt, dass die Markierung temporalisiert werden muss, dass also der ganze Kalkül ein Kalkül ist, der Zeit in Anspruch nimmt. Und ein Kalkül natürlich, der ohne Aussagen über wahr und unwahr auskommt, also kein logischer Propositionenkalkül und so etwas ist. Und die das Ganze spielt sich gewissermaßen auf dem Papier ab. Also der Raum, die Marks, das ist so ein Häkchen, die werden nebeneinander gesetzt, übereinander gesetzt, nach bestimmten Regeln. Und dann werden sehr komplizierte Gebilde aufgebaut, die dann wieder mit ganz einfachen Tricks aufgelöst werden können. Aber das funktioniert nur als Sequenz von Operationen, also nur in der Zeit. Es gibt hinten auf irgendeiner Seite der Kommentierung des Kalküls, gibt es die Frage, die also Wittgenstein und auch vielleicht ältere Ursprünge hat, wie kann eine Welt sich selber beobachten? Ja, sie muss, also wenn sie aktiv wäre und irgendwas bezeichnen wollte, was sie nicht selber ist, dann wäre schon eine Superwelt entstanden. Also muss man annehmen, dass es in der Welt Reflexionszentren gibt, die etwas bezeichnen, dadurch etwas von der Welt im Übrigen unterscheiden und in dieser Unterscheidung selber nicht vorkommen. Der Beobachter ist dann der blinde Fleck, nicht? Der Beobachter ist kein Teil der Unterscheidung. Warum unterscheide ich mich? Habe ich ein besonderes Interesse an mir? Kann wieder jemand anderes fragen. So gibt es diese Zirkularität der Rückfrage auf den Beobachter, der in der Beobachtung vorausgesetzt, aber unsichtbar ist. Und der Kalkül löst das am Ende auf in einer Figur des Re-Entry, des Wiedereintritts des Unterschiedenen in die Unterscheidung. Ich habe Ihnen vorhin von einem Frontlazarett erzählt, in dem Jahre 1916, das unter Artilleriebeschuss liegt. Eine italienische Operntruppe trifft ein und spielt jetzt alle Schemata durch, ja, die in der Kodierung von Intimität in der Fassung der Verdi-Oper vorkommen. Dann wird das Ganze in einem Artillerie-Trommelfeuer begraben. Das heißt, dass man also eigentlich zwei Unterscheidungen hat, die Unterscheidung der Musik, welche Stimme, welche Melodie, welches Thema und die Unterscheidung innen-außen, also Artilleriebeschuss. Ja. Und dass man diese Unterscheidung simultan handhabt und dadurch bestimmte chaotische Geräuschform und konstruktive Geräuschform in der Musik. Mhm. Nicht? Artillerie macht ja auch einen Ton. Ja. Meine Frage ist jetzt, Sie beschreiben das als ein Beobachter der Gesamtszene. Nein, ich würde gerne von Ihnen wissen, ja, wie Sie die Formenwelt, die hier aufeinander trifft, nicht? Die des Kriegs ist ja auch eine Formenwelt. Ja, für mich ist eigentlich die Ausgangsfrage, wer ist der Beobachter? Ist es der Sänger oder der Sänger, der auf einen Gesang reagieren muss? Also oder die Lazarettinsassen, die auf ihre Genesung warten? Ja. Vielleicht hilft die Musik? Nicht? Und, oder ist es die Musikaufführung in Erwartung eines Angriffs oder einer Katastrophe, dann sind die Sänger gleichsam duale Beobachter. Sie müssen sehen, wann ihre Stimme fällig ist. Jetzt nehmen Sie mal an, der Opernzuschauer wäre der Beobachter. Er sieht ja ein Stück. Ja. Der sieht ja nur ein Stück. Der hat ja keine Artillerie zu befürchten. Der Oper der 1916 oder der 1994. 94. Ja, jetzt im Opernhaus gut, eine Karte gelöst hat. Ja. Also wir beide werden da hineingehen. Ja, was beobachten wir? Ja, wir beobachten die Interferenz von zwei verschiedenen Unterscheidungen. Ja. Das ist an sich gar nicht so kompliziert. Als Zuschauer verstehe ich das Stück nur, wenn ich adäquat beobachte, indem ich sehe, dass es eine Szene dieses Typs der Unterbrechung der Aufführung, also es gibt
Das ist ja alte Tradition im Theater. Es gibt Aufführungen in der Aufführung, nicht? Also das bei Shakespeare und wo immer. Die Pause, das Missglücken. Ja, ja, oder in Hamlet, ja, nicht? Ja, ja, ja. Also dass ich eigentlich gewohnt bin und trainiert bin, eine Opernaufführung in der Oper selbst zu erleben, in einem Kontext, der mehr gibt als nur die Opernaufführung. Und jetzt ist aber dieses, was eingreift, ja, definiert, dass es nicht Pause ist, ja, nicht einfache Unterbrechung, sondern Zerstörung der Zuschauer und der Oper wäre. Mhm. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob diese Situation ihrerseits wieder ins Theater eingeführt wird, ob also der Zuschauer nicht damit rechnen muss, dass er beschossen wird, aber er sieht, dass etwas, was er für Fiktion gehalten wird, jetzt mit einer Realität in Verbindung gebracht wird, wobei er diese Verbindung auch als Fiktion sehen muss. Denn das passiert ja jetzt nicht. Er ist jetzt fasziniert, ja, an der Fiktion. Ja. Er nimmt die Warnung, ja, die hineingesprochen wird in den Zuschauerraum, nicht ernst. Ja. Sie haben das in Israel gehabt, als jetzt irakische Raketen losgeschossen waren. Und das Konzert geht weiter. Ja? Die Vorführenden von und die Zuschauer zeigen Tapferkeit wie im Krieg. Das Interessante ist doch eigentlich nur, wenn dieses Verhältnis, dieses Unterbrechungsverhältnis von externer Realität und fiktionaler Story selber wieder zur Fiktion wird. Ja. Dass man sich überlegen muss, könnte nicht auch jetzt eine Bombe einschlagen oder ein Erdbeben ausbrechen oder ein Feuer oder was. Wer bin ich hier als Zuschauer, der ich erleben muss, dass sowas vorgeführt werden kann? Also die, für mich ist die interessante, also die Hamlet-Situation, die Situation des Theaters, was im Theater vorgeführt wird, dass also das Verhältnis, was man zunächst mal als Realität, Hamlet will den Mörder feststellen, nicht wahr? Mit Hilfe eines Theaterstücks. Ja. Das ist die auch wieder fiktionale Realität, aber das Theaterstück ist die Fiktion in der Fiktion. Und der Zuschauer wird dann, also diese doppelte Realität muss er als Fiktion buchen, weil es ja nicht ein wirklicher Mord und so weiter ist. Und ich finde diese Situation eigentlich interessant, dass man das Theater oder die Oper in diesem Fall, dass man ihr die Glaubwürdigkeit nimmt, indem man eine andere Realität hinzuspielt. Nun, glaubwürdig war es sowieso schon nicht. Man wusste ja, dass man in der Oper saß. Aber es bekommt eine zusätzliche Unglaubwürdigkeit, wenn man sieht, wie die Realität in das Theater eingreift, in das Operngeschehen eingreift und das alles wieder als Fiktion gemacht wird. Aber wenn 1944 zum Beispiel die Opernmenschen, ja, an die Front geschickt werden, die Theater werden ja geschlossen. Ja, ja, ja. Ja. Wenn hier das Fronttheater ja, Oper macht, ja, dann kommen diese Menschen ja wirklich in Gefahr. Ja. Und sie hätten jetzt die Berührungsstelle, die wir übrigens in der Fantasie ja immer zu nachmachen. Ja. Ja. Das ist der Punkt, der mich interessiert, wo die Fantasietätigkeit, das Vorstellungsvermögen ja, in Realität überspringt. Ja, aber ich meine, wo liegen dann die Unterscheidungen verwirren sich ja dann. Das heißt, es ist ein normales labyrinthisches Verhältnis. Aber man kann, die verwirren sich gar nicht. Man kann doch unterscheiden, ob da jemand singt oder ob ihn eine Bombe trifft. Und wenn man die Vorstellung hat, da wird gleich geschossen, dass er dann ein bisschen anders singt als sonst, ist auch eigentlich anzunehmen. Also die ganze Fiktion ist ja auch eine Realität. Ich meine, es wird ja tatsächlich gesungen. Ja. Es gibt eigentlich nur die Unterscheidung zwischen fiktionaler Realität und realer Realität. Und dass das interferieren kann, finde ich eigentlich nicht so dramatisch. Allenfalls in der Perspektive, die Sie implizit schon eingenommen haben, nämlich zu fragen, was sehe ich, wenn ich das sehe? Oder in der Perspektive, was sehe ich als Zuschauer, wenn mir das im Theater vorgeführt wird. Was wäre grammatisch der Konjunktiv für Sie, die Möglichkeitsform? Ja, das würde im Satz, es gibt vermutlich ganz verschiedene Notwendigkeiten, Konjunktiv oder Möglichkeiten, Konjunktiv zu machen, aber zunächst einmal ist es eine Distanz zweier Realitäten, nicht? Eine modal logisches könnte sein. Sie haben wieder ihren Unterschied. Ja. Ja, ja. Ich kann nur in Unterschieden denken. Ja, ja. Und sonst
würde die Frage darauf hinaus, unter welchen Regeln benutze ich Konjunktiv und nutze ich ihn wirklich aus in meiner Sprache oder nicht? Und das ist dann nicht interessant. Sie würden also sagen, Aufklärung wäre eine Massenproduktion von Unterscheidungsvermögen. Das könnte von Ihnen bestätigt werden. Ja? Wenn man das nicht im Sinne der historischen Aufklärung meint, sondern dass man also eine entwickeltere oder komplexere Fähigkeit der Beobachtung hat, wenn man weiß, welche Unterscheidung man zu unterscheiden hat. Es gibt einen Satz von Ihnen, einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie wieder in ein Paradies der einfachen Seelen zurück. Ja? Wenn Sie mir den Satz mal ein bisschen beleuchten. Ja, damit meine ich eigentlich, dass wenn man das Paradies so nimmt, wie man es in die Bibel hinein interpretieren kann, ist eine Ordnung ohne Unterscheidung war. Da gab es einfach dies und jenes. Und so war es eben. Und da war nichts weiter nötig, als sich zu ernähren oder was weiß ich, oder sich zu freuen, wie es ist. Die Tauben fliegen und die Unterscheidung wurde ja eingeführt durch das Verbot. Und jetzt plötzlich war die andere Seite da, der verbotene Frucht. Das ist der Beginn aller Gesellschaften. Ja, ja. Ja. Jetzt plötzlich hat man Scham, man unterscheidet sich nackt und nicht nackt. Man hat, männlich, man kann verführen und männlich, weiblich und alles. Im Paradies, jetzt draußen. Ja, ja. Nicht? Und ich meine, Adam hat wahrscheinlich nie eine Rippe vermisst, weil er also sozusagen diese Rippe gar nicht unterschieden hat, aus der Gott Eva gemacht hat. Nicht? Sie sagten vorhin, dass sie vor ihrer Geburt gar nicht da waren. Ja, nicht? Aber das wäre paradiesischer Zustand noch. Ja. 9 Monate haben Sie ja da vorher schon. Hat zumindest die Objekte gegeben. Ja. Also ich meine, da war nicht nichts. Nicht? Also das soll sogar sehr schön gewesen sein. Ja. Nur es gab eben nicht immer die andere Seite. Ja. Nicht immer das, wovon etwas unterschieden werden muss. Und es war insofern auch göttlich, denn man kann sich also Gott ja schwer vorstellen als einen Beobachter, der immer unterscheiden muss und das andere dabei unberücksichtigt lässt. Und jetzt geht da wie die Unruhe einer Uhr, ja, geht das Wort Kommunikation davon aus, ja, und der Vorgang Kommunikation, und der hat sich jetzt wie in der Evolution vermehrt. Ja, also Kommunikation ist zum Beispiel Brut auf Sprache, und Sprache ist ja nur möglich, wenn man das, was mit Worten bezeichnet wird, unterscheiden kann, so wie die Worte es verlangen. Ja. Oder man unterscheidet, was gesagt wird und wer es sagt. Und also Kommunikation kann überhaupt nur laufen, wenn man nicht einfach das Verhalten sieht, wie es ist, sondern eine Unterscheidung einbauen kann. Und in diesen Formen geht die Evolution für Sie weiter. Das heißt, die geht nicht über unsere Kinder vermutlich. Ja. Ja, nicht? Denn die halten ja eine Mutation nicht aus. Mhm. Ja? Die können diesen harten Gesetzen der Evolution gar nicht ausgesetzt werden. Mhm. Beziehungsweise wir setzen sie gar nicht aus. Und jetzt geht auf der Ebene der Unterscheidungsvermögen, der Kommunikationen, und damit erst der Systeme, gehen Evolutionen aber weiter. Und viel schneller, als es organisch möglich wäre. Es gibt im Faust 5. Akt, ja, Stichwort Gegenwart, ja, diesen Ausdruck Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Also so eine eigenartige Form der Gegenwart, wenn Sie mir diesen Moment mal in Ihren Worten beschreiben. Da ist also Philemon und Baucke sind gerade umgebracht worden. Es ist eine, ich denke, es ist einfach eine Utopie. Nicht? Also Utopie. Die Gegenwart ist immer ein Break, ein Denn Bruch. Er entscheidet doch gar nichts in diesem Moment. Nein. Nee? Er will nur, das ist auch, ich meine, das ist Rousseau, der Yves Saint-Pierre, wo er nur noch das Plätschern der Wellen hat und nicht mehr keine Zukunft, keine Vergangenheit mehr und ist glücklich. Aber er hat doch schreckliche Dinge gemacht, also Menschen umgebracht, diesen schrecklichen Kanal gebaut. Ja. Nicht? Das ist ja eine so negative Utopie. Mhm. Ja? Aber wenn die Gegenwart verweilt, wenn nichts mehr geschieht, außer vielleicht, also bei Rousseau ja dieses Plätschern, also das, also Zeit ist trotzdem noch da. Ja, die Uhr steht still, der Zeiger fällt. Und die bloße Gegenwart, das ist, das kann man als eine Glücksutopie annehmen, dann braucht man nicht drüber nachzudenken, was von der Vergangenheit gerettet werden muss, was relevant ist, was ich aufgeben kann und so weiter. Man braucht nicht entscheiden, man kann nicht entscheiden. Und, das wäre wieder im Sinne von Passion. Ja? Ich bin einen Moment stillgestellt. Ja. Und bilde mir ein, das bleibt so. Nicht? Das ist irgendwie zurück ins Paradies natürlich, also vor der Unterscheidung. Ja.
Aber ist das sozusagen am Ende eines gigantischen Denkprozesses eines Alchemisten eigentlich eine eigenartige, also wenn Sie so wollen, doch eine Bankrotterklärung eigentlich? Die Bösen steigen auf in den Himmel, ja? Kriminelle werden begnadigt, ja? Nicht? Und der Forscher bildet sich einen Moment Rückkehr ins Paradies ein. Ja, es ist ein Zivilisationszweifel drin, oder? Also auch eine Umkehrung der Positivwertung des Sündenfalls, die man ja im 17., 18. Jahrhundert hatte, nicht Felix Kulpa. Also Gott sei Dank ist das passiert, jetzt können wir arbeiten und jetzt geht es langsam aufwärts. Wenn Sie nach Ihrer Neugierde gehen, würden Sie sich da für diesen Faust interessieren? Würden Sie sich für die Lemuren interessieren? Für den Götterhimmel zum Schluss oder für den Mephistopheles? Wahrscheinlich für, also ich bin immer, meine Sympathie ist immer beim Teufel, also ist, der sieht am, unterscheidet am schärfsten und sieht am meisten. Aber es ist, die Lemuren haben natürlich auch. Was würden Sie als eine Ihrer Haupteigenschaften bezeichnen? Neugier? Bockigkeit. Bockigkeit.